Ja, und grüß euch, habe ich die Erde hier. Na, und zwar, jetzt habe ich 5.100 Kilometer auf meinem Pedelec. Ich sage jetzt extra nicht E-Bike, weil ich immer durcheinander komme, weil E-Bike ist eigentlich das zum Gas geben, gell? Und Pedelec ist, wo du noch selber treten musst, sonst geht da mit dem Motor gar nichts. Ja, 5.100 Kilometer, ich bin noch so zufrieden. Das ist wirklich eine Spaßmaschine, also so geil im Schotter, im Wald, auf und her, das fährt sich so, mir fällt gar nichts ein, was ich eigentlich sagen könnte. Ach ja, genau, aber jetzt mal von meinem E-Bike da weg. Es gibt jetzt Prämien, wenn du zum Beispiel jetzt einen 50er Benzinroller hast und den verkaufst und dir dann ein E-Bike zulegst, kannst du bis zu 900 Euro Abwrackprämie bekommen. Sprich 400 Euro für deinen Roller Abwrackprämie und 500 Euro kriegst du von deiner Gemeinde oder von der Landeshauptstadt, je nachdem, wo man lebt, für das E-Bike. Genauso, wenn du nicht mehr mit dem Auto in die Arbeit fährst oder das Auto verkaufst und du echt umsteigst, kriegst du auch bis zu 900 Euro. Also die wollen die Leute eigentlich auch weghaben, Arbeitswege, nicht nur alles mit dem Auto gefahren wird, aber das wird sowieso, für mich wird das sowieso das Fahrzeug der Zukunft werden, ein Zweirad. Weil die Plätze werden wir irgendwann nicht mehr haben in der Stadt. Die ganzen Autos, wo sollen die noch überall parken? Es werden ja immer mehr. Man muss sowieso umdenken, was das angeht. Wie in Holland, die mit den Fahrrädern halt einfach. Und wenn du dann ein E-Bike hast, du hast sogar Vorfahrt, da fährst du eine Ampel in Holland, da drückst hin und dann kannst du sofort rüberfahren. Nicht wie bei uns, da drückst, dann musst du erst mal 2 Minuten warten, bis du mit dem Fahrrad weiterkommst. Also da wirst das Fahrradfahrer auch bevorzugt, auch im Straßenverkehr ampelmäßig. Und das haben wir ja alles noch nicht. Aber das wird irgendwann wird sowieso so kommen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so weitergeht. Man hört ja, wie sie auf die Autoindustrie auch losgehen, ja, mit den ganzen Fahrverbote, dann die Strafen werden ja immer teurer auch. Dann das nächste, was ist dann, ja, die wollen dann Benziner sowieso loshaben, Benzin und Diesel, nur noch Elektroauto. Also ich finde das sowieso, beim Auto finde ich Elektro nicht so gut, aber beim Fahrrad, wenn du das so nutzt wie ein Auto, finde ich das am besten. Also das hat wirklich noch eine Effizienz, wo ich sagen kann, das lässt sich vertreten. Weil man darf nicht vergessen, diese Akkus sind ja auch nicht gerade ohne. Dann ist es normal schon gesünder, wenn man mit einem normalen Fahrrad fährt. Aber wenn du wirklich Gesundheitsprobleme hast oder doch nicht ganz den sportlichen Thrill, wie man es so schön sagt, dann macht ein E-Bike am Anfang so Spaß, dass du wirklich dabei bleibst und wirklich deinen Körper auch bewegst. Ich habe jetzt 15 Kilo abgenommen. Geil halt auf alle Fälle, super. Mir macht das so Spaß. Das wird die Zukunft werden, das werden Fahrräder, das wird nichts mehr mit Auto gehen, bin ich mir sicher. So wie es auf die losgehen, auf die Autofahrer, Wahnsinn. Ja, aber sonst, ja genau, als ich abgenommen habe auch, jetzt zieht das Fahrrad ab. Also man merkt schon, bei so einem Pedelec, umso leichter du wirst, umso besser zieht das natürlich. Wenn ich jetzt in der fünften Stufe, Unterstützungsstufe fahre, hinten ersten, zweiten Gang einlege, dann kann ich auf einen Reifen fahren, so ungefähr. Also so zieht das ab. Das ist ja Wahnsinn. Habe ich auch nicht gewusst. Aber klar, ich war erst immer mit 110 Kilo unterwegs. Das ist einfach zu schwer und deswegen habe ich auch immer Reifenprobleme gehabt. Jetzt nicht mehr. Jetzt, wo ich leichter bin, habe ich keine Reifenprobleme. Ja, also es liegt am Gewicht. Man darf die doch nicht überlasten. Bis 125 Kilo ist ein zulässiges Gesamtgewicht. Und wenn du damit 150 Kilo drauf, das Fahrrad wiegt noch 24 Kilo, dann ist das einfach zu viel. Also es geht auf eure Reifen, kann ich euch gleich sagen. Ich habe jetzt die Erfahrung damit gemacht. Erstmal den Mantelriss hinten und jetzt letztes Mal das Ventil ist nicht mehr dicht geworden. Ja, passt aber jetzt trotzdem. Geiles Fahrrad, super. Macht so Spaß. Habe ich noch irgendwas vergessen? Was wollte ich noch irgendwas sagen? Ja, genau. Danke an die Abonnenten. Neue Abonnenten sind dazugekommen. Und ich hoffe, wir hören uns wieder auf meinem Kanal. Bei 7000 Kilometer werde ich vielleicht nochmal schauen, ob es was gibt oder irgendwas mich noch mehr überzeugt. Aber im Großen und Ganzen, ich bin so happy mit dem Fahrrad. Das ist echt meine Spaßmaschine auf mich zugeschnitten. Geil, geil, geil. Ich wünsche euch was, mir macht das so Power Spaß hier. Ja, kauft euch ein E-Bike, echt. Fahrt mal damit, fahrt mal Probe einen Tag, leitet euch eins aus, du wirst sehen, es ist so ein schönes, angenehmes Fahren. Ja, ich sag nichts mehr, ich weiß schon. Das heißt, ich mache noch Werbung für E-Bikes. Da, wenn du Stress hast und bist wieder auf deinem Fahrrad und der Motor fährt und die Natur und der Sauerstoff, da bist du wieder happy. Ich war heute auch schon schlecht drauf untertags und bin mit dem Fahrrad wieder gefahren und war ich wieder happy danach. Ah, geil, na,
Und jetzt in der Corona-Zeit nichts Besseres als mit meinem eigenen Fahrrad. Warum muss ich mit den Öffentlichen fahren? Jeder mit Maske, alles ist weißt, vergriffen, nirgends darfst du mehr hinlangen und so. Nur Fahrrad, E-Bike, 40.